Freebird Games. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Wir wollen uns dem kleinen Kunstwerk, wenn man so möchte, To the Moon widmen. Aus der Feder von Kan Gao und seinen Freebird Games. Es ist aus dem Jahr 2011, wurde mit dem RPG Maker gemacht und ich weiß bislang noch nicht viel mehr als das, was ich so im allgemeinen inhaltlichen Plot erfahren habe. Denn ich habe das Spiel nochmal ganz kurz angespielt, um mit den Tonabmischungen zu schauen. Ich hoffe, die passen jetzt soweit. Ansonsten würde ich sagen, will ich auch gar nicht so viele Worte drüber verlieren, sondern wir stürzen uns einfach hinein und werden sehen, was uns erwartet. Ich hoffe, es wird ganz toll werden. Schauen wir doch einfach mal. Eine Nacht mit einem vollen Mond. Der Leuchtturm steht allein. In der Vergangenheit saßen sie zu zweit auf der Bank. Ein einsames Landhaus an der Felsspitze. Und drinnen? Ein Mädchen, das spielt. Und der kleine Bruder schaut zu. Na huch, was da denn passiert? Sehr erfolgreich gegen den Baum gefahren. Hüpft sie gleich mal über die Tür, finde ich auch schön. Wo bist du mit deinen Gedanken, Neil? Entschuldige vielmals, dass ich heldenhaft versucht habe, dem plötzlich auftauchenden Eichhörnchen auszuweichen. Du hast es trotzdem überfahren. Oh. Du hast es überfahren und bist gegen den Baum geknallt. Naja, nicht so schlimm, der Wagen gehört der Agentur. Machst du Witze? Der Chef wird uns umbringen. Würde ich auch meinen, also ich glaube, es ist eigentlich schlimmer, den Wagen der eigenen Firma gegen den Baum zu setzen, als den eigenen Wagen. Unter Umständen. Naja, egal. Wir sagen einfach, ich hätte einen Hundewelpen gerettet. Er mag doch kleine Hunde, oder? Er ist eher ein Katzentyp. Warum muss immer alles so kompliziert sein? Na gut, wir haben seinen Lieblingsfellknäuel gerettet. So, Krise abgewendet. Gut, das kannst du ja alles so in den Bericht schreiben. Lass uns die Ausrüstung aus dem Wagen holen und losgehen. So, und damit wären wir auch schon in die einfache Steuerung eingewiesen. Wie gesagt, ich habe schon mal ganz kurz bis genau zu dieser Stelle angespielt, wo man das erste Mal sich frei bewegen kann und dann haben wir es schon mal angeschaut. Mit der linken Maustaste können wir uns bewegen, können irgendwelche Gegenstände aufnehmen. Mit der rechten Maustaste öffnen wir unser Menü und da sehen wir schon unsere Charaktere. Dr. Neil Watts, Technician Specialist von Sigmund Corp und Dr. Eva Rosaline, Senior Memory Traversal Agent Sigmund Corp. So, die beiden, die werden uns hier begleiten jetzt. Und Notizen, Inventar haben wir natürlich noch nichts drin, das wird sich aber noch ändern. Ansonsten gibt es nur Speichern, Laden, Verlassen. Brauchen wir jetzt nicht, deswegen öffnen wir mal das Auto, holen uns die Ausrüstung raus. Hab das Mistding. Lass uns loslegen. Gut, also jetzt wird es auch angezeigt, rechte Maustaste, um das Inventar zu öffnen. Wir können ja mal reinschauen. Ausrüstung. Eine so schwere Kiste kann nur wichtige Dinge enthalten. Auf jeden Fall. Gut, dann gehen wir mal los. Hey, warte mal, was ist mit dem Auto? Ich wollte nur sicher gehen, dass du es nicht vergisst. Ja, weil die Leute damit auch bestimmt wegfahren werden. Wie du immer an mich denkst. Gut, finden wir uns im Wald wieder. Ne, hier hinten geht's nicht weiter. Hier, das sieht doch aus wie eine Treppe. Die nehmen wir dann auch mal. Und gehen mal voran. Oh, das ist aber ungünstig. Wer hat da einen Felsbrocken hingelegt? Vielleicht ist das ihr Sicherheitssystem. Zu Gurke nochmal. Unsere Zeit ist zu kostbar für solchen Quatsch. Versuchen wir ihn aus dem Weg zu rollen. Vielleicht könnten wir einen Ast als Hebel benutzen. Moment mal. Oder wir machen einfach Feierabend und geben diesem Ding hier die Schuld.
Finde ich schön. Wir brechen die Mission einfach ab. Let's Play beendet. Wir haben es geschafft. Wir sind fertig mit dem Spiel. Nein, natürlich nicht. Ich würde sagen, wir suchen mal nach einem Ast und dann wollen wir mal den Stein zur Seite rollen. Gib mir einen Hebel und ich reiße die Welt aus ihren Angeln, ne? Ein Ast wird reichen. So, liegt der auch günstigerweise direkt hier. Ast erhalten. Und dann wollen wir uns mal ranwagen. Okay, hoffentlich funktioniert das. Huch. Was war das? Hast du das auch gesehen? Sowas wie ein Ball? Na gut, egal. Wir müssen jetzt wirklich weiter. Ja, genau. Okay, wahrscheinlich so eine Art Strandball oder sowas. Yeah, die Eichhörnchen-Gang. Wuhu! Und hier liegt schon wieder ein Ast, aber ich glaube, diesmal können wir ihn nicht aufnehmen. Kommen wir hier eigentlich lang? Nö. Gut, dann bewegen wir uns mal weiter. Man sieht ja wirklich immer gleich, wo man aus dem Bild rausgehen kann. Eben wo die Pfeile jedes Mal sind. Und hier haben wir zumindest schon mal einen Zaun. Das deutet stark auf Grundstück hin und damit sind wir genau an dem Landhaus gelandet. Angekommen, wo wir hin wollten oder was wir schon im Intro gesehen haben. Mom, Sie sind da! Und da kommt die Mutter. Da bin ich ja mal gespannt. Kein schlechter Ort, um in Rente zu gehen, was? Da geht noch was. Nachtschichten. Liebst du oder hast du sie? Du kennst die Antwort, du verdammte Nachteule. Wir werden wahrscheinlich wieder eine Nacht durchmachen müssen, weißt du? Ist mir klar. Und ich bezweifle, dass sie Kaffee haben. Halt den Mund! Und das Meeresrauschen wird unsere Ohren sanft umspielen. Davon werde ich bei deinem Gequatsche ohnehin nichts mitbekommen. Und deine Augenlider wäre... Vergiss nicht unsere Ausrüstung, Idiot. Ich werde viel zu schlecht bezahlt für das hier. Und im Moonwalk durch die Tür. Schön. Erster Akt. Ich habe es noch nie jemandem erzählt, aber ich habe immer gedacht, dass sie Leuchttürme sind. Dr. Watson, Dr. Rosaline, nehme ich an. Danke, dass Sie so kurzfristig kommen konnten. Kein Problem. Ich bin selbst nicht so gut darin, Tode vorherzusagen. Was? Sind Sie die Tochter des Patienten? Oh, nein, ich bin nur die Pflegerin. Und das sind meine Kinder, Sarah und Tommy. Ich habe hier nicht gerade einen 8-Stunden-Job, deshalb erlaubt uns Johnny hier zu wohnen. Ich nehme an, dieser Johnny ist unser Mann? Johnny? Hören Sie, wenn wir es hier mit einem Kind zu tun haben, dann sind wir nicht die Richtigen für Sie. Nein, nein, er möchte nur lieber so genannt werden. Er ist oben. Sein Arzt ist gerade bei ihm. Kommen Sie bitte mit. Na gut. Dann würde ich sagen... Achso. Also dann, schnapp dir den Koffer und los geht's. Wenn mein Rücken eines Tages schlapp macht, verklage ich dich auf Schadensersatz. So, her mit der Kiste, Ausrüstung erhalten und ja. Okay, ab nach oben, bevor ich dieses Ding noch fallen lasse. Ich würde sagen, wir gehen auch gleich hoch. Wir werden uns ja bestimmt später noch genug umschauen können hier, deswegen gehen wir jetzt gleich mal die Treppe hinauf. Ja, bitte nach oben. Und schauen uns dann später um. Okay, sie sind weg. Wer zuerst da ist, darf die Melodie spielen.
Das ist nicht fair. Du hast mich geschubst. Gar nicht wahr. Egal, du hast eh die beiden langweiligen Noten. Und damit hinein in den ersten Akt. Und wir erkennen eine Variation des Liedes wieder, das wir im Menü am Anfang gehört haben. Von wegen bloß zwei Noten, also es variiert ja schon ein bisschen. Und wir sind oben im zweiten Stock. Für ihr Alter sind diese Kinder ziemlich gut. Finde ich auch, ehrlich gesagt. Hey, du bist diejenige, die hier ständig erzählt, dass wir hier keine Zeit zu verlieren haben. Wobei ich rein zufällig derjenige bin, der das Gewicht eines kleinen Meteoroiden durch die Gegend schleppen darf. Ja, ja, komm schon. Gut, hier ist eine Tür, sehr gut, habe ich gar nicht gesehen. Und bevor wir reden, würde ich sagen, schauen wir uns ja erstmal um in Ruhe, doch, warum nicht? Das Gemälde zeigt einen Leuchtturm an der Küste. Das wird wohl dieser hier sein, nehme ich mal an. Das Gemälde zeigt eine Frau. Sie hält etwas Gelbes und Blaues. Aha. Vielleicht die Frau von Johnny oder sowas? Das Gemälde zeigt ein Tier oder so etwas. Was? Ja, entweder ist es ein Tier oder nicht. Hm. Wer weiß, was das für ein Tier sein soll. Das Gemälde zeigt drei Leute, die sich unterhalten. Ja gut, das werden wir wahrscheinlich später noch ergründen können, wer das ist. Ich nehme an, Kinder werden es nicht sein, denn dann wird er wahrscheinlich nicht Leute dastehen oder so. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Gehen wir mal hin und schauen wir mal, was wir mit Lilly besprechen können. Wollen Sie aufbauen? Ja, wir haben uns ja schon umgesehen, von daher setzen wir ab. Ja, dauert nur einen Augenblick. Ich denke, wir werden später noch genug Gelegenheit haben. Buch Kangao. Und da steht die Maschine. Sind Sie sicher, dass eine normale Steckdose für Ihre Zwecke ausreicht? Keine Sorge, wir sind die Fachleute auf diesem Gebiet. Oh, Mist. Reine Routine, ich teste nur, ob ihr aufpasst. Das sieht abgespaced aus auf jeden Fall. Wie macht er sich? Nicht so gut. Wenn Sie mich fragen, er hat noch ein oder zwei Tage. Das ist reichlich Zeit. Sie beide können ihm also jeden Wunsch erfüllen, ja? Wir können es zumindest versuchen. Bis jetzt haben wir es noch immer geschafft, denn wir sind einfach der Wahnsinn. We are the shit, man. Also, wie lautet der Wunsch? Der Mond. Der Mond? Der Mond. Er möchte zum Mond fliegen. Die alten Knacker werden auch immer abgedreht, oder was? Also, ist das möglich? Kommt drauf an. Das Wort, das du suchst, heißt Ja. Warum erzählen Sie uns nicht ein wenig über unseren Kunden hier? Tja, ich weiß eigentlich nicht sehr viel. Johnny ist ein seltsamer Mann. In den 2 Jahren, die ich hier gearbeitet habe, hat er kaum gesprochen. Er hat sein Leben lang als Handwerker gearbeitet und seine Frau ist vor 2 Jahren gestorben. Mehr weiß ich auch nicht. Himmel nochmal, ich hätte mehr erfahren, wenn ich sein verdammter Zeitungsjunge wäre. Sei still, mach einfach deine Arbeit. Nun ja, ich denke, wenn Sie sich im Haus umsehen, könnten Sie noch einiges über ihn erfahren. Johnny hätte sicher nichts dagegen. Er hat Sie beide ja beauftragt. Gut, dann machen wir das. Also, wer von uns beiden spielt Detektiv? Wer geht los und durchsucht das Haus? Charakterauswahl. Ich würde sagen, da ich Dr. Watts bislang noch nicht sehr leiden kann, weil er ein bisschen sehr respektlos ist, finde ich, werden wir uns Dr. Rosaline schnappen. Und mal ein bisschen schauen.
Danke für das Angebot, aber ich bin voll damit ausgelastet, einen Backenabdruck auf diesem Stuhl zu hinterlassen. Fauler Drecksack. Gut, weitermachen. Tommy und Sarah können sie herumführen. Sie sind wahrscheinlich unten am Piano. Gut, damit können wir uns jetzt also tatsächlich umsehen ein bisschen. Und wollen erstmal hier schauen. Eine Auswahl medizinischer Fachartikel, okay. Gibt's mit ihm noch was zu besprechen? Husch, mach weiter mit deiner Detektivarbeit. Okay, nix. Dann vielleicht nochmal zum Arzt? Er ist nicht mehr ansprechbar, aber wie es aussieht, tut er sein Bestes, um bei uns zu bleiben. Schwer zu sagen, wie viel Zeit ihnen bleibt, aber ich würde mich beeilen. Okay. Nochmal die Lilly vielleicht? Tommy und Sarah können sie im Haus herumführen, wenn sie Hilfe brauchen. Ja, das wissen wir ja. Okay. Gucken wir nochmal kurz hier in dem Raum. Wo der Typ jetzt natürlich voll im Weg ist, der Dr. Watts, aber egal. Ach so, das ist bloß das Bad. Gibt's hier irgendwas, was wir machen könnten? Hier, ja, aha, okay, können wir das Licht ausmachen? Ach so, wir machen beide an, ja, natürlich. Macht Sinn. Okay, aber ansonsten ist hier nichts, das heißt, wir gehen wieder runter ins Erdgeschoss und werden uns dort eine Runde umschauen. Und dann, oder es sei denn, wir haben hier noch was? Nee, okay.